Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 76. Wir sind hier beim letzten Mal am Colonel Kelly Denkmal stehen geblieben und hatten uns hier eine Kamera besorgt. Und wir haben ja eine Quest nun erhalten, bei der wir einige Orte besuchen sollen und ein paar Fotos schießen. Und das möchte ich in dieser Folge auch gerne machen. Schauen wir uns das mal kurz an und gehen mal hier raus. Also, wenn wir jetzt mal auf die Karte gucken, haben wir 7 Orte, die wir besuchen sollen und die liegen wie auf einer Perlenkette aufgereiht und ich denke, das wäre eine ganz gute Geschichte, wenn wir das einfach in dieser Folge machen und die ganzen Orte zu Fuß besuchen. Das könnte interessant werden, ob das überhaupt schaffbar ist. Na, mal sehen. Also, wir werden mal direkt in unsere Powerrüstung steigen und dann zum ersten Ort mit der Schnellreise reisen. So, steigen wir mal ein. Bevor wir uns natürlich auf den Weg machen, werden wir noch ganz kurz was essen, beziehungsweise was trinken. Da sind wir ein bisschen runter, uns fehlen auch ein paar HP. Ja, das machen wir jetzt ganz kurz und dann geht es auch direkt zum ersten Ort. Und das müsste das Kürbishaus sein. So, wir werden erst einmal Mutantenhundekeulen essen. Schauen wir, was haben wir noch? Noch eine Köterkeule, die muss weg. Ne, da sind wir voll, brauchen wir also nicht. Dann nehmen wir einfach bloß etwas aufbereitetes Wasser und dann sind wir auch schon voll. So, machen wir das als erstes, dass wir uns rüber zum Haus der Kürbisse begeben mit der Schnellreise für 14 Kronkorken. Da sind wir auch schon und jetzt heißt es, fotografiere die Fassade des Hauses der Kürbisse. So, dann sollten wir uns die Kamera erstmal ausrüsten und uns mal kurz umschauen. Irgendwie wird hier nämlich geschossen. Gut, davon lassen wir uns mal nicht stören. Da hinten ist ein Rissstandort. Das muss jetzt nicht sein. Rüsten wir uns die Kamera erstmal aus. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, muss sie hier aufs Schnellrad. Haben wir also auf die 7 gelegt. Wir haben 140 Bilder, die wir machen können. Und rüsten uns mal die Kamera aus. Jetzt haben wir tatsächlich die Kamera in der Hand. Na gut, dann werden wir mal die Kamera benutzen. Oh. Drücken wir mal ab. So, ist abgeschlossen. Sehr schön. Haben wir schon das erste erledigt. Begeben wir uns mal zum zweiten Ort. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Als nächstes müssen wir zum Red Rocket. Megastop ist jetzt nicht weit. Nehmen aber lieber mal eine Waffe in die Hand. Das könnte besser sein. Und machen uns mal auf den Weg. So, das würde ich auch sagen, wir lassen mal alles hier so, da irgendwas so rumliegt und so weiter, mal aus und versuchen mal, diese Challenge quasi zu schaffen. Also die Challenge, die ich jetzt hier quasi aufstelle, eine Foto-Challenge. Also sprich, die ganze Geschichte in einer Folge abzuschließen. Bin ich gespannt, ob das funktioniert. Wir hatten ja schon mal eine Challenge gemacht. Also eine 30-Minuten-Challenge von Fort Atlas runter zu den unheimlichen Höhen zu reisen, beziehungsweise zu laufen. Mal gucken, ob das hier auch funktioniert. Damals hat es ja funktioniert, in der Zeit auch innerhalb der 30 Minuten, die ich so für eine Folge ansetze. Mal sehen, ob das auch bei der Foto-Challenge hier gelingt. So, wir machen auch mal das Licht von unserer Power-Rüstung an und gucken mal, was wir hier erledigen müssen. Na, noch können wir das nicht sehen. Uns wurde hier bisher noch nicht gesagt. Wir müssen gleich das Schild fotografieren. Fotografiere das Logo des Red Rocket Schilds. Ja, das müsste da oben sein. Na, dann nehmen wir doch die Kamera direkt wieder raus und fotografieren das mal. So, abgeschlossen. Sehr schön. Wir lassen uns mal nicht von dem Major Gazzi da beschießen. Das muss jetzt nicht sein. Ich habe mal schlechte Erinnerungen an einen Besuch hier, wo die uns dann erledigt haben. Das muss jetzt nicht sein. So, ich glaube, wir müssen als nächstes zum Gruselhaus. Freddy Furchts Gruselhaus. Also da, wo wir zusammen mit den Siedlern den Einbruch in den Gold Vault gemacht haben. Oder von wovon aus wir gestartet sind und wo wir dann hier auch Commander Daguerre kennengelernt haben. So, wir nehmen mal wieder das Handgefertigte raus. Wir werden von hinten beschossen, das ist aber nicht nett. Das sollen die mal lassen. So, wir machen uns mal auf den Weg und lassen uns davon mal nicht stören. Die hören ja zum Glück auf. So, aber ich glaube, am Gruselhaus wird das nicht so abgehen. Da werden wir halt wohl mit wahrscheinlich wilden Ghoulen zu tun bekommen. Und mal sehen, ob wieder ein Wendigo da ist. In der Regel ist das ja der Fall. Könnte man auch glatt diese Nebenquest mit dem Clownskostüm machen. Nur ich glaube, das wäre ein bisschen tödlich. Na nun gut, lassen wir das lieber. Und schauen wir mal, was wir da unten haben. Da unten haben wir einen verbrannten wilden Ghoul in Krank. Und würde ich sagen, kümmern wir uns um den. Lassen wir den mal kommen. Und nehmen wir am besten den Superhammer raus. Das geht dann auch ein bisschen besser. So, der erste liegt schon mal. Der andere liegt auch. Und dann kümmern wir uns um die drei hier mal. Die sind sowieso ein bisschen sehr aufdringlich. Das muss ja nicht sein. So, erledigt.
Wir looten mal alles. Oh, Kronkorken gefunden, 5 Stück, eine Kanonenkugel. Okay, dann nehmen wir wohl nicht alles mit. Dann nehmen wir noch den günstigen Wunderkleber mit, die Haarklammer, die kaputte ProSnap-Kamera. Wir haben eine funktionierende zum Glück. So, und jetzt sollen wir die Fassade von Freddy Furchts Gruselhaus fotografieren. Na, dann machen wir das. Und da unten haben wir tatsächlich noch einen leuchtenden Wendigo. Mal gucken, ob wir den mit aufs Bild kriegen. Ja, ich denke schon. Okay, na, dann fotografieren wir mal die Fassade. Sehr schön. Und dann nehmen wir wieder den Superhammer raus. Und würde ich sagen, tja, so viel Zeit muss sein, kümmern wir uns um den Wendigo. Ist immer ein Leuchtender. Oh, was hat denn der jetzt gemacht hier? Wieder an uns vorbeigesprungen, der Kerl. Und hat sich nie treffen lassen. So, kümmern wir uns um den. Mal gucken, ob wir noch ein paar Ghule anlocken. Bei der Gelegenheit. So, da ist er. Und wir werden hier noch irgendwie... Irgendwas war hier noch zu hören. Das klang jetzt ein bisschen wie eine Brandbestie. Und wir haben eine Challenge abgeschlossen. Wir sollten 76 Kryptiden töten. Und zwar eine echte Challenge, also jetzt nicht nur eine Score-Challenge. Also eine wiederholbare. So, wir haben einiges, was wir mitnehmen können. Das machen wir auch. Und wir haben wohl noch ein paar Radratten. Okay, kümmern wir uns um die. Ich glaube, wir nehmen ein Stimpack. Sicher ist sicher. So, warten wir mal nicht auf den Tag. So, der ist ja eher so quasi die Notfalllösung. Falls mal irgendwas schief wird. So, haben wir das schon mit den Radratten? So, ist eingesteckt. Da war irgendein Plan dabei. Das sollten wir uns mal anschauen. Wir entfernen uns hier mal aber. Weil Jess2R quatscht uns da nämlich voll. Das muss ja jetzt nicht sein. So, wir sind ja hier, um Fotos zu machen. Und nicht, um irgendwelchen, ja, Bots zu hören. So, gucken wir mal ganz kurz ins Inventar, was wir da gefunden haben. Das ist jetzt ein bisschen unschön, dass wir jetzt hier noch eine Nachricht bekommen haben. Schauen wir mal ganz kurz. Müsste sich ja eigentlich hier finden lassen. Gehen wir mal ganz nach oben. Der Plan. Okay, naja. Gucken wir uns das mal kurz an. Der Plan. Erstens, Kostümshow abschließen. Zweitens, ein Monsterkostüm borgen. Drittens, um 1 Uhr früh an der Scheune der Parsons treffen. Viertens, Shelby in ihrer verdammten Hütte zu Tode erschrecken. Ah ja, Shelby O'Rourke wahrscheinlich. Also sprich, die wollten sie erschrecken, indem sie sich Monsterkostüm besorgen und ihr vortäuschen, dass sie endlich einen Kryptiden gefunden hat. Nun gut, von Shelby O'Rourke hatten wir auch neulich an der Hütte des Ermittlers was erfahren. Da hängt alle zusammen. Ich mag das, dass diese ganzen Geschichten miteinander verknüpft sind und man immer wieder auf die gleichen Charaktere trifft. So, jetzt sollten wir uns mal auf der Karte kurz orientieren. Ich glaube, wir müssen runter nach... Ach ja, okay. Wir müssen nach Dolly Sotz. Okay, dann sollten wir uns mal quer durch den Sumpf auf den Weg machen. So, jetzt sind wir bei 8 Minuten der Folge ungefähr. Ja, wir haben ein bisschen später gestartet, ich habe ja noch ein bisschen Vorrede. Also, das sollte sich eigentlich, denke ich, ausgehen. So, dann müssen wir noch nach Harpers Ferry. Dann bin ich mal gespannt, ob wir hier in Ruhe durchkommen. Oder ob wir vielleicht noch unterwegs mit irgendwas Größerem zu tun bekommen. Hat uns hier ein bisschen auffällt. Ja, dann lassen wir das einfach stehen, wenn es ein Brandbestie ist. Obwohl eigentlich Brandbestien der Gegend, der dann doch eher etwas ungewöhnlich wäre. Aber man soll ja niemals nie sagen. Und wer weiß, was passiert. Das kann keiner wissen. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Stapfen wir hier mal durchs Moor. Und durchqueren wir hier die Farm. Da kriegen wir wohl gleich mit Blutkäfern oder Stechflüglern zu tun. Blutkäfer, na war klar. Gut. Kümmern wir uns um den Stechflügler. Blutkäfer. Ist aber ähnlich. So unterschiedlich sind die jetzt auch nicht. Überdimensionierte Stechfliegen. Mücken. Und wir haben... Oh, wir haben noch eine Königin dabei. Was haben wir denn da für eine Königin? Wartet eine Meierler-Königin? Oh, bin mir sie gerade nicht sicher. Und wir haben eine Moorschatzkarte schon mal gefunden. Und wir sind ein bisschen verlangsamt, habe ich das Gefühl. So, erledigt. Ich glaube, das war doch schon. So, nehmen wir mal einfach alle mit. Oh, und ich glaube, hier war irgendwo im Hintergrund eine Meierler-Königin. Nö, das ist nicht zu sehen. Ist auch real. Lassen wir so aus. Da haben wir noch einen ansteckenden Blutkäfer. Kümmern wir uns um den auch noch. Brauchen wir hier ein bisschen ungezielter Bekämpfung. So, das ist ja auch schon erledigt. Sehr schön. Alien Blaster Pistolen gefunden. Und wir sind überladen. Das ist nicht gut. Dann sollten wir vielleicht die Gelegenheit kurz nutzen, unser Überlebenszelt hier hinstellen. Das geht hier auch zum Glück. Oh, laufen wir noch ein kleines Stückchen. Oh, dass es nicht ganz so schief steht. Oh, gut, da steht es auch schief, aber ist egal.
und platzieren es hier mal und gehen mal ganz kurz an die Werkbank und werden mal ganz kurz den Schrott verwerten. So, und wir werden mal die Blutkieferrüssel bei der Gelegenheit verwerten. So viel Zeit muss sein. Wir lassen uns mal nicht stören. Wir haben noch eine Kampflinte. Dann haben wir noch 5 Wurfmesser. Schade, dass wir die jetzt nicht mit einmal verwerten können. Das müssen wir jetzt hier einzeln machen. Das ist unschön. So. Und dann haben wir noch ein kurzes Kampfgewehr. Das verwerten wir mal ganz kurz. Und der Rest, der kann so bleiben. Und dann schmeißen wir mal alles in die Verwertungskiste. Mach dich sauber, reparier das. Es hört nie auf. Okay, wir haben wohl eine Siedlerin. Klingt ganz danach. So, wir setzen mal unseren Weg in Richtung Süden fort. Und machen uns mal auf den Weg zum nächsten, ja, zum nächsten Fotoort. So, mal gucken, wie weit das jetzt noch ist. Wir schauen mal jetzt auf die Karte, zwecks Orientierung. Oh, haben wir schon fast geschafft. Da drüben ist Dolly Sotz. Gut, da müssen wir uns aber ein bisschen in die Richtung halten. Machen wir das mal. Und mal kicken, was uns so unterwegs noch begegnet. So, die Blutkäfer waren es jetzt echt nicht. So, also hier ist nur, ich weiß nicht, vielleicht finden wir ja noch ein Megavolltier oder ähnliches. Das wäre jetzt noch was. Ja, das mit dem Überladen war gerade ein bisschen ungünstig. Hätten wir auch einen Tragkapazitätsbooster nehmen können und uns das Verwerten sparen können. Aber ich glaube, so ist besser. Oh, gut. Oh, schöner ruhiger Tag hier im Sumpf. Beziehungsweise im Moor. Nicht los. Ja, großartig. Ich mag das ja. Eigentlich müsste man hier nochmal ein Camp aufbauen. Das wäre doch noch was. Oh, eigentlich bräuchte man hier auch noch eins. Oh, da vorne ist ein Befreier. Na, großartig. Ja, mit solchen Kleinigkeiten muss man sich hier ohne rumschlagen. Na, mal sehen, wo ist denn der Befreier jetzt? Da hinten ist er. Dann würde ich sagen, nehmen wir auch den Batz und versuchen, den mal zu erledigen. Ein bisschen weit weg jetzt hier. So, aber erledigen wir den mal. Ich nehme mal ein bisschen Stahlschrott raus, weil die wenigen jetzt looten hier. Scheinen nur Zweier zu sein, tatsächlich. Staune. Sonst trauen die sich doch ja nicht raus, wenn sie nicht wenigstens zu dritt oder zu viert sind. So, nehmen wir mal alles mit, inklusive der Propaganda-Flyer, dann die können wir da lassen. So, jetzt möchte der hier, das ist wieder unschön, wir haben hier was zu erledigen. Und dann will die Maus wieder nicht auf die andere Seite, das mag ich immer ja nicht. Gut, ja, ich glaube, das geht, ich habe das neulich mal ausprobiert. Da hat das dann funktioniert, wenn man denn die Kategorien geschaltet hat. Aber, nun gut. Egal, so, wo haben wir denn den richtigen Questmarker unten? Das ist ein bisschen schwierig, das verwirrt hier ein bisschen. Der sieht aus, als wäre der nächste liegende. Dann muss er in die Richtung Dolly Sotz liegen. Ja, da unten ist auch die Tanne zu erkennen, das müsste dazu gehören. Also sprich, das alte Pfadfinderlager. Ja, da haben wir ja schon mal Insekten gejagt. Ja, Kleintiere. Haben wir gesehen, ob wir wieder einen Yaogai kriegen. Da sind wir eigentlich immer hier, der läuft ja eigentlich immer hier vor der Haupthütte rum. Mal sehen, ob der auch jetzt wieder da ist. So, wir nehmen am besten das Handgefertigte raus und schauen mal, ob wir hier irgendwas Interessantes haben. Oder ob hier nichts los ist. Okay, kein Yaogai. Na, was sag ich denn? Da vorne ist ein düsterer Yaogai in Krank. Dann würde ich mal sagen, wir ducken uns kurz und verpassen dem mal ein paar Treffer auf der Entfernung. Das ist auf jeden Fall angenehmer, als wenn der auf uns einhaut. So, mal gucken, ob wir den ausgeschaltet kriegen, bevor er da ist. Nicht Jans, na nun gut. Jetzt steht er hinter uns, neben uns. Und dann müssen wir mal nachladen. Und ich glaube, wir nehmen einen Stimback. Oh, unsere Powerrüstung ist jetzt doch endlich mal beschädigt. Na, großartig. Gut, na, wenn er jetzt schon im Nahkampf ist, dann würde ich sagen, kriegt er mal einen Superhammer auf den Kopf. Und dann erledigen wir ihn. Ein bisschen wild der Kamerad hier wieder. Gut. Aber ist gleich erledigt. So. Sehr schön. Nehmen wir mal alles mit. Yaogai-Fleisch, Yaogai-Leder, lose Federung, überschüssige Säure. So, alles eingesteckt. So, und jetzt sollen wir die Fassade der Hütte in Dolly Sotz fotografieren. Na, dann machen wir das doch. So, das müsste das wohl sein. Das sieht doch ganz nett aus, das Foto. So, ist fotografiert. Speichern ist jetzt noch nicht aktiviert, finde ich ja auch interessant. Ja, ist nochmal eine nette Alternative zum normalen Fotomodus. Oh, auf jeden Fall. So, würde ich mal sagen, wir suchen uns mal unser nächstes Ziel. Das müsste in Harpers Ferry liegen. Schauen wir mal ganz kurz, ob ich richtig liege. Ja, wir müssen... Nee, müssen wir nicht. Wir müssen nach Berkeley Springs. Okay, ich glaube, wir müssen das Rathaus oder so fotografieren. Also müssen wir jetzt nach Südwesten. Gut, also so in etwa die Richtung. Na, dann würden wir wohl noch mit Blutadern zu tun bekommen. Die haben ja da ihr Camp aufgeschlagen. Hm, ja, Riesencamp so, ja. Also... bewegen wir uns mal hier durch das Pfadfinderlager und wir haben irgendwas hinter uns. Was haben wir denn da? Ach, eine abscheuliche Zecke. Ja, die sind ja aber auch immer.
So, die ist erledigt. Und wir haben noch eine zweite. Und diesmal in krank. So, ist erledigt. Nehmen wir mal alle mit. Und lassen uns mal nicht stören. Hier ist noch irgendwas. Ach, eine Blähfliege. Na, großartig. Und die ist schon erledigt. Leute, die ging ja schnell. So, dann machen wir mal weiter. Bewegen uns mal in Richtung der Werkstatt. Die wir jetzt aber auslassen, also jetzt noch Werkstätten nebenbei machen. Das ist nicht das Richtige. Gut, so. Ja. Also wenn jetzt die Ultrazit-Rüstung beschädigt ist und wir uns tatsächlich um die kümmern müssen, dann könnte das sein, dass wir demnächst mal Ultrazit-Farmen gehen müssen. Na, können wir noch die Bagger-Armor rausholen oder die Bagger-Rüstung rausholen und dann uns erstmal, weiß ich nicht, unter den Cranberry-Bock begeben und dort Ultrazit abbauen. Aber obwohl, wir müssen eigentlich ziemlich viel eingelagert haben. Ja, haben immer wieder was eingesammelt. Also von daher denke, das sollte kein Problem sein. Aber lassen wir uns mal überraschen. Aber darum kümmern wir uns jetzt nicht. Jetzt kümmern wir uns darum, Fotos zu schießen. Mal sehen, was wir da denn in Berkeley Springs fotografieren sollen. Aber erstmal müssen wir hinkommen. Ja, könnten wir jetzt auch eigentlich mit der Schnellreise machen. Aber wie gesagt, ich betrachte das hier einfach mal als Challenge. Und von daher halten wir das doch lustig, also und unterhaltsam. Also auf jeden Fall sieht man auf die Art und Weise immer mehr und kriegt das mit Gegnern zu tun. Also von daher ist es doch interessanter. Und ab wo Gegner, links ist auf jeden Fall Verbrannter zu sehen gewesen. Ein verbrannten Vernichter, da steht er. Und rechts ist scheinbar noch einer. Ja, da vorne ist ein verbrannten Anführer. Schalten wir den mal aus. So, na, das ist noch nicht ganz erledigt jetzt aber. Und der hat 5 Kanonenkugeln dabei, na großartig. Den anderen haben wir wohl verfehlt. Oder der möchte nicht vorbeikommen. So, gut, dann setzen wir mal unseren Weg fort. Und wir haben einen verbrannten Eroberer noch neben uns. Na, den erledigen wir doch gerne. Wollte ich ein paar XPs machen. Und vorhin nicht nur durch den Sumpf laufen. So, der ist erledigt. Wir kriegen noch 556er Patronen. Das ist nett und ein kurzes Sturmgewehr. So, wenn jetzt keiner mitkommt, dann laufen wir einfach weiter. Gut. Oh, da ist irgendwas in die Luft geflogen. Mündet. Vielleicht schmeißen die neuerdings mit Granaten. Das machen die eigentlich normalerweise ja nicht. Oder wie ist, was die da gerade treiben? Na, wir haben irgendwas anderes. Wir schauen kurz mit dem Watz. Da ist nichts zu erkennen. Nun gut. Dann lassen wir die aus. Wenn die so langsam sind. Das passt nicht zu einer Challenge. Also von daher lassen wir das lieber mal. So, sind wir jetzt wieder bei der Mottenbude? Nee, sind wir nicht. Ach, das ist bloß einfach so eine Hütte. Irgendwie hier zerfallen. Das ist aber auch nicht die Fahrradhütte. Nee, das ist nochmal eine andere. Okay, gut. Haben wir gesehen. Hier gibt's nichts. Hier ist noch nicht mal eine Truhe, die man sich anschauen kann. Oder eine Kiste. Ja, nichts. Na, großartig. Das ist total langweilig. Gut, denn weiter. Wir wollen ja in Richtung Berkeley Springs. Eigentlich sollten wir uns mal kurz orientieren. Nicht, dass wir uns hier im Sumpf verlaufen. Nee, sind goldrichtig unterwegs. So, dann sollten wir uns jetzt hier mal in Richtung Bloody Franks begeben. Das müsste das eigentlich da unten sein. Wir können uns an dem Blutadler-Symbol unten orientieren. Legen wir mal einen kleinen Sprint hier in der Power-Rüstung ein. Ja, für würde es sich fast lohnen, den Skill zu erlernen, dass man beim Sprinten in der Power-Rüstung nicht so viel Fusionskernenergie verbraucht. Aber ist auch real. Wir haben sogar noch 5 einstecken und in der Truhe sollten nur noch einige liegen. Ich sehe jetzt ja nicht wie viele, ist aber auch real. So, da vorne ist auch Berkeley Springs schon zu sehen, beziehungsweise die Kirche von Berkeley Springs. Ich glaube, wir halten uns mal links. Da vorne ist nämlich das Lager der Blutadler. Wenn wir uns mit denen jetzt beschäftigen, könnte das ein bisschen länger dauern. Das ist jetzt nicht unbedingt das Richtige. Also schlagen wir uns mal hier durch die linke Straße oder in dem Fall ist es dann die östliche Straße von Berkeley Springs. Okay, wir haben auf jeden Fall ein paar Verbrannte nochmal. Verbrannten Anführer und noch einen verbrannten Eroberer, der unbedingt den Einspruch kosten möchte. Jut, kriegt er. Erledigt. Der hat Schrotpatronen, eine Schrotflinte hat er. Was hatte der andere dabei? Plasmakartuschen und ein Bleirohr. Okay, ist eingesteckt und wir sind überladen. Das ist jetzt weniger günstig. Aber der ist erledigt. So, der hat Schrotpatronen, eine Pumpgun dabei. Ja, ungünstig ist es jetzt, weil wir hier in Berkeley Springs natürlich höchstwahrscheinlich das Überlebenszelt nicht aufbauen können. Das probiere ich erst ja nicht. Das ist schließlich eine Zone, in der man eigentlich nicht bauen kann. Also von daher soll auch das nicht funktionieren. So, ich glaube, wir müssen da rüber. Da ist nämlich das Questmark. Ja, das ist definitiv hier quasi das Rathaus oder das Gemeinschaftshaus. Ja, so richtig wirklich steht das ja nicht dran. Hm. Und da vorne haben wir erstmal die Geschütze. Ich glaube, die müssen wir mal ausschalten. Obwohl, wir brauchen eigentlich bloß die Kamera nehmen. Gut, schalten wir erstmal die Geschütze aus. Da drüben müsste noch eins sein, genau. So, auch erledigt. Da sollten wir jetzt so ein paar 556er-Patronen zurückkriegen. Schauen wir mal.
Ganz genau. Immerhin 49. 39. So, nehmen wir mal mit und erledigen mal hier den verbrannten Vernichter in 100. So, das muss ja nicht sein. Da kommt der nächste. Und das ist ein Anführer. Der ist erledigt mit einem Schlag. Wir haben noch einen verbrannten Gläubiger. So, der ist auch erledigt. Wir nehmen einfach alles mit, auch wenn da jetzt ein Pfeil bei war. Und jetzt heißt es eigentlich, erfülle die Wünsche. Ja, ist ja gut. Der beschießt uns da einer von oben. Dann nehmen wir mal das Watz und erledigen den. Und das ist auch noch nicht ganz erledigt. Jetzt aber. Und wir werden da von rechts beschossen. Das ist aber nicht nett. Könnten wir jetzt ohne das Geländefahrzeug anhauen. Aber das muss ja nicht sein. So, nehmen wir mal alles mit. So, ist eingesteckt. Und wir haben neben uns noch einen verbrannten Anführer. Und das ist erledigt und wir werden noch immer beschossen. Naja, gut. So, jetzt sollten wir doch eigentlich am richtigen Ort sein. Nee, ich glaube, wir müssen dahinter. Sieht so aus, als müssen wir dahinter laufen. Ja, dann machen wir das mal. Laufen wir einfach mal rum. Und gucken uns mal an, was wir hier fotografieren sollen. Bisher ist noch nichts zu sehen. Wir werden jetzt hier noch ordentlich beschossen. Gut, dass da unser Perk gezündet hat. Okay, das hat aufgehört. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen da oben hin. Mal sehen. Ich schaue mal auf die Karte. Wir sind auf jeden Fall im richtigen Gebiet. Vielleicht müssen wir die Werkstatt fotografieren. Das könnte sein. Na, mal sehen, was wir hier fotografieren sollen. Bisher hat sie unsere Quest noch nicht gemeldet. So, wahrscheinlich müssen wir das... Aha, das könnte sein, dass wir das die Haus da fotografieren müssen. Ah ja, fotografiere die Fassade des Schlosses in Berkeley Springs. Ah ja, okay, das war mir jetzt auch noch nicht bewusst, dass das tatsächlich ein Schloss ist. Nun gut, okay, dann lernt man auf die Art und Weise Appalachia nochmal kennen. Das finde ich großartig. Na dann, fotografieren wir mal das Schloss. Sehr schön. Finde ich auch schön, dass in der Kamera dann auftaucht, was man da im Zielfokus hat. Gucken wir mal, ob wir hier noch was anderes entdecken können. Nicht wirklich. Schade eigentlich. Aha, versteinerte Leiche. Ja, man kriegt doch eine Information über dein Ziel. Ist die Kamera doch für was mehr nützlich, als nur Fotos zu schießen. Das finde ich gut. So, ich würde sagen, wir nehmen mal wieder das Handgefertigte raus. Es ist nachgeladen. Und wir schauen mal ganz kurz, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Wir müssen rüber nach Harpers Ferry jetzt. Die Höhen im Süden. Ach ja, die Waffenkammer. Das stand ja auch in der Nachricht, die der, ja, der Abrams? Wie hieß er jetzt ganz genau? Ist auch hier, die jedenfalls der Opa da hinterlassen hatte. So, wir haben hier den verbrannten Anführer vor uns, der was von uns möchte. Und wir haben noch einen davon. Der ist erledigt. Wir nehmen alle mit und wir werden auch irgendwie beschossen. Da kommt noch einer an. Noch einen verbrannten Anführer. Erledigt. Ist gerade ein bisschen zurückgesprungen, habe ich das Gefühl. Und wir werden noch beschossen. So klingt das jedenfalls. Ja, hier drin ist noch einer. Da schauen wir doch mal kurz vorbei. Der braucht es jetzt ja nicht verstecken, der Vernichter hier. Wir werden noch von rechts angegriffen. Das ist nicht nett. So, der verbrannte Vernichter ist immer noch nicht erledigt jetzt aber. Und der Eroberer haut hier doch tatsächlich mit. Ein Vorschlag kam auf uns ein und wir werden noch beschossen. Auf jeden Fall schießt ja noch jemand. So, wir nehmen alles mit. So, und erledigen noch den verbrannten Eroberer. Wir waren gerade fertig mit Looten. Das ist nicht nett, dass du jetzt hier noch ankommst. Und ich würde sagen, wir gehen mal rüber zur Red Rocket Station. Und werden uns da mal kurz von unserem Schrott befreien. So, es wird langsam knapp. Oh ja. Wenn es nicht ganz aus, wenn es sich nicht ganz aussieht, dann machen wir halt ein bisschen länger, ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall macht es hier Spaß, mal wieder die alten Orte zu besuchen. Eigentlich müsste man die komplette Liste mal abklappern. Und ja, das war ich ja in der letzten Folge schon gesagt habe. Das würde auf jeden Fall Spaß machen. So, wollen wir jetzt hier die Bahnstation oder so in der Nähe sein. Und da ist ein Mobile Home. Jetzt müssen wir gerade mal gucken wegen der Orientierung. Da vorne ist die Red Rocket Station. Sehr schön. Da können wir jetzt aber leider nicht sprinten. Das macht sich natürlich etwas ungünstig. Aber nun wird der Werner schon ankommen. Aber ich glaube, wir können gleich die Waffe wieder rausholen. Eigentlich lungern da doch immer ein paar Verbrannte rum. Na, mal sehen, ob das jetzt auch der Fall ist. Bisher ist keiner zu sehen. Ich bin etwas erstaunt. Ja, tatsächlich. Keiner zu sehen hier. Nö, totale Totenruhe hier. Was ist denn hier los? Aha, ja, was sage ich denn? Die haben sich nur versteckt, die Kerle. So, der Fanatiker ist gleich erledigt. Da brauchst du hier ja nicht versuchen, vor uns ja irgendwie zu verstecken. Dann haben wir noch einen verbrannten Anführer. Wir haben alle zusammengelockt. Das ist natürlich großartig. Das macht die Sache etwas einfacher. So. Dann nehmen wir noch den Gläubiger hier, wir nehmen mal alle mit und wir gehen mal rüber an die Werkbänke, beziehungsweise die Werkbank. Ich glaube, hier steht nur eine.
eine Waffenwerkbank, genau. Und dann werden wir mal alles verwerten. So. Und ja, vor allem die Waffen, die wir jetzt so eingesammelt haben. Granatwerfer M79, Kampflinden, oje. Das ist aber einiges hier. Naja, wenn sich mit den Verbrannten auseinandersetzt, bleibt das nicht aus, dass man so viele Waffen einsammelt. Noch ein Springmesser, dann haben wir noch Zeckenblutsäcke, 2 Stück, kommen weg. Was haben wir noch? Eine doppelläufige Schrotflinte, noch eine Impro-Revolvergewehr, 2 Jagdgewehre, na großartig. Da haben wir noch Pumpguns, 4 Stück insgesamt und dann noch ein kurzes Sturmgewehr. Eine mit Leuchtvisier versehene doppelläufige Schrotflinte, die ist auch zerlegt. So, das sollte gewesen sein. Dann können wir noch mal ganz kurz drüben an die Lagerkiste gehen in der Red Rocket Station und mal den Schrott da reinpacken. So, machen wir das mal. So, passt doch alle drin, sehr schön. Und wir können unseren Weg fortsetzen. Also rüber nach Abbas Ferry. Ist ja nicht so weit, ist ja bloß ein kurzer Marsch hier. Das ist ja quasi um die Ecke. Die beiden Orte liegen ja extrem dicht beisammen. Da hinten ist auch Harpers Ferry schon zu sehen. Und wir müssen zur Waffenkammer, wenn wir der Nachricht, die wir beim letzten Mal gelesen haben, da Glauben schenken können. Dann brauchen wir ja nicht lange suchen. Können wir uns gleich in den Ostteil begeben und uns am besten von den Supermutanten fernhalten, die dort eigentlich üblicherweise rumlungern. Und wir haben noch einen verbrannten Angler. Ich glaube, den lassen wir jetzt mal aus. Das kostet jetzt zu viel Zeit. Das muss jetzt nicht sein. Also nehmen wir mal die Straße, wie zivilisierte Menschen hier. Gut, so, wir haben keine AP mehr, das ist ungünstig. Vielleicht sollten wir uns mal einen Nuka gönnen, obwohl, bis wir die gefunden haben im Inventar, ist alles schon gelaufen. So, ich würde sagen, aber wir nutzen die Gelegenheit kurz und essen was und trinken was. So, was haben wir denn hier? Wir gucken mal oben am besten. Gehen wir mal ganz nach oben, da ist er doch schon. Leuchtend weich gegrillte Radkakerlake, die muss weg. Immer zweimal, dann war ganz voll und dann schauen wir mal, dass wir noch etwas trinken. Da haben wir aufbereitetes Wasser, dann sind wir wieder voll, haben uns ein paar HPs auch wieder hergestellt und können uns weiter auf den Weg machen. So, dann begeben wir uns mal direkt zur Waffenkammer. So, halten wir uns mal ein bisschen rechts. Da hinten ist die Kirche zu erkennen, das heißt, dahinter muss es liegen. Ja, genau, okay. Gut, dann halten wir uns hier mal auf dem Highway und laufen noch ein Stück. Gut, wir schauen mal ganz kurz. Wir müssten doch eigentlich eine Nuka Cherry hier haben auf dem Schnellrad. Sehr schön. Oh, gleich noch einen Kronkorken gemacht. Großartig. Und wir haben wieder ein paar AP mehr. Gut, sehr schön. Da ist die Festung der Supermutanten. Dann halten wir uns hier rechts und bleiben auf der Straße und biegen dann vorne an der Straße links ab. Und dann müsste da vorne schon die Waffenkammer sein. Das ist ja nicht weit. Und dann brauchen wir bloß noch rüber nach Valley Galleria. Naja, kommen wir nicht ganz hin, würde ich sagen. Und da hieß es auch, wir sollen da die Glaskuppel, glaube ich, fotografieren von der Valley Galleria. Bin ich gespannt, ob wir rein müssen. So, jetzt sind wir aber erstmal an der Waffenkammer von Harpers Ferry. Und da vorne läuft irgendwas. Das sieht nach Verbrannten aus. Könnten aber auch gute sein, bin mir nicht sicher. So, ich glaube, wir können schon mal die Kamera rausnehmen. Ich glaube, wir müssen das fotografieren hier. Wir können ja auch den nekrotischen Wilden Ghoul fotografieren. Naja, ja, ich glaube, um den müssen wir uns erstmal kümmern, bevor wir hier in Ruhe fotografieren können. So, da kommt noch ein wilder Ghoul-Pirsch, ja? Und was haben wir hier noch? Irgendein Ghoul, tot. So, wir nehmen alles mit. Und da ist der Eingang der Harpers Ferry Armory oder der Waffenkammer. So, dann nehmen wir die Kamera raus und fotografieren das mal. Das habe ich so ja schon mal gemacht für eine Folge. Als wir damals eine Quest hatten. So, und wir haben eine Mine gefunden. Gehen wir beiseite. So, das war das. So, dann können wir auch Harpers Ferry schon hinter uns lassen und uns in Richtung des letzten Ziels begeben. Also sprich, nach Valley Galleria. So, muss irgendwie in die Richtung liegen. Ich glaube, wir nehmen mal lieber eine Waffe raus. Das ist besser. So, das muss irgendwie in die Richtung liegen. So ungefähr jedenfalls. Wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Nicht, dass wir uns hier verbiestern. Ja, ist da drüben. Gut, können noch ein bisschen mehr in die Richtung. Da unten ist so das Questmark. Ja, wir haben hier mehrere aktiv jetzt im Moment. Ein bisschen zu viele für meinen Geschmack. Daher sollten wir jetzt mal ein bisschen was abarbeiten. So, ich würde sagen, wir springen mal hier runter. Das sieht doch ganz gut aus. Dann nehmen wir da drüben wieder aus dem Flüsschen hier raus. So. Und da müsste vor uns eigentlich langsam Valley Galleria schon irgendwo zu sehen sein. Na, mal sehen. So, das lassen wir hier mal aus.
Irgendein kleiner Verschlag. Okay. Den kannte ich auch noch ja nicht, dass hier einer ist. Ja, das wird schöne, dass man immer noch was Neues entdeckt. Das hat in der letzten Folge auch schon gesagt, als wir diese kleine Siedlercamp da auf der Anhöhe entdeckt haben. Oder an dem Berg. So, gucken wir mal. So, Valley Galleria muss eigentlich direkt vor uns liegen. Und in der Navigation ist sie zu erkennen. Da ist auch schon was zu erkennen. Der gehört dazu, eindeutig. Jetzt sind wir schon wieder die AP los. Na gut, jetzt sind wir bei 31 Minuten ungefähr. Ja, also, haben es eigentlich an Südi geschafft. Also, Ziel war ja, das in der Folgenlänge zu schaffen. Und die ist ja nun mal 30 bis 35 Minuten. Also, von daher ist alles in Ordnung. So, jetzt bin ich gespannt, was wir hier fotografieren sollen. Wie gesagt, in der Nachricht stand eigentlich, dass es die Glaskuppel sein muss. Na, mal sehen. Ja, mal sehen, ob es das ist. Das Schild müssen wir offensichtlich nicht fotografieren. Ich glaube, wir müssen uns dann aber hier gleich noch ein paar Verbrannte kümmern. Die lungern ja hier eigentlich auch immer rum. Ja, laden wir das Handgefertigte nochmal nach. Oder das Selbstgefertigte, wie es auch manchmal genannt wird. Hier scheint aber nichts zu sein. Nö. Ja, kann sein, dass wir darin müssen. Der Questmark ist jedenfalls da vorne an der Tür. So, kümmern wir uns aber erstmal um den verbrannten Anführer. Ich sag ja, die sind hier, manche ich immer. So, jetzt war hier noch einer zu hören. Der möchte aber scheinbar nicht rauskommen. Naja, die verstecken sich ja alle mal. So, nehmen wir mal die Schrotpatrone und die Brandaxt mit. Und erledigen da drüben den verbrannten Eroberer. Oh, gleich erledigt. So, 45er Patronen und eine kurze Kampfgewehr dabei. Und ich glaube, wir müssen wirklich rennen. Ja, eindeutig. Gut, dann müssen wir da wohl noch rennen. Ja, das verzerrt jetzt ein bisschen. Ladescreen schneide ich ja immer raus. Also von daher zählt das nicht. So, betreten wir mal Valley Galleria. Sind wir mal wieder hier. So, und jetzt heißt es, fotografiere das Oberlicht der Valley Galleria. Okay, das müsste dann wohl da oben sein. Judith, können wir gleich mal erledigen. So, zielen wir. Und da ist Valley Galleria im Target. Ja, vielleicht hätten wir da den Kronleuchter eher fotografieren sollen. So, aber wir haben auf jeden Fall die Challenge abgeschlossen. Wir haben die Mission abgeschlossen. Und wir haben jetzt ein paar Belohnungen bekommen. Ein Bauplan. Unter anderem, wir haben 620 EP erhalten und wir können uns noch ein bisschen mit Verbrannten beschäftigen. Na, die hatten wir ja noch ja nicht in der Folge. Na, nun gut, dann machen wir das noch mit. Ein paar XPs wollen wir ja auch noch haben. So, wollen ja auch irgendwann mal, ja, ein paar Stufen mehr haben. Oh, was sind wir jetzt? 116, glaube ich. Also von daher, ich zähle da nicht so wirklich mit. Das passiert, Level-Ups passieren. Also von daher, das ist nicht so entscheidend. Oh. Pascal-Karten hätte ich gerne noch. War eins bestimmte. Auch zwecks Charakterentwicklung. So langsam wird es mal Zeit dafür. So, möchten die Verbrannten jetzt rauskommen? Wir stehen doch hier ganz exponiert. Nee, die möchten uns so beschießen. Okay, gut verstanden. So, erledigen wir noch da oben den Verbrannten-Anführer. Und schauen wir mit Mats rum, ob wir noch was entdecken können. Nee, erstmal nicht. Ja, bisschen schade jetzt wieder mal gewesen. Die Texte sind immer viel zu schnell weg bei den Questbelohnungen. Also wenn man dann noch was anderes macht, wie zum Beispiel sich um Verbrannte zu kümmern, dann geht das einfach zu schnell weg. So, ich würde sagen, wir nehmen mal hier alle mit und werden mal auch noch Valley Galleria jetzt direkt wieder verlassen. Muss ja nicht sein, dass wir uns hier noch um alle Verbrannten kümmern. Ich glaube, wir müssen da lang. Das ist hier bloß, ich weiß nicht, das Spielzeuggeschäft oder so. So steht ja nur dran. Gewiss. Ja, also irgendein Geschäft jedenfalls. So, geh mal wieder raus. Nach Appalachia. So, haben wir das abgeschlossen und ich muss mir jetzt tatsächlich erstmal angucken, was wir jetzt als Belohnung für die Quest erhalten haben. Wie gesagt, immer sehr ungünstig, dass das nur so kurz eingeblendet wird. Nun gut. Ja, aber das soll es denn für heute auch gewesen sein. Wir haben unsere quasi Foto-Challenge abgeschlossen. Oh. War für mich innerhalb des Rahmens, den ich mir gesteckt hatte, es also innerhalb von einer Folge zu schaffen. Und ja, war eigentlich ganz unterhaltsam. Dieser Marsch von, ja, Savage Divide durchs Moor bis hier runter. Ist ja auch noch Moor. Also die zwei Hauptorte hier vom Moor auch zu besuchen, Berkeley Springs und Harpers Ferry. Und dann nochmal wieder hier an der Valley Galleria vorbeizuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es hier mit Fallout 76 weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.